Am Mittwoch, den 26. Juli 2004 gegen 12 Uhr mittags, ereignete sich in London auf der Bubble Bridge ein Autounfall, in dem Dieter Bohlen und zwei Geisterfahrer verwickelt waren. Dieter Bohlen war auf dem Weg zum Flughafen und fuhr ca. 90 km/h schnell auf der Bubble Bridge, als ein LKW die Spur wechselte. Wie sich herausstellte, wurde der LKW von zwei gesuchten Terroristen gefahren. Der LKW übersah das Auto von Dieter Bohlen und fuhr direkt in die Limousine. Beide Autos schleuderten gegen die Leitplanke der Brücke und es entstand ein hoher Geldschaden an beiden Fahrzeugen. Ein Radfahrer war Augenzeuge vom Unfall und alarmierte die Polizei und den Krankenwagen. Einige Minuten später trafen die Rettungskräfte ein und brachten Dieter Bohlen und die zwei Terroristen ins Krankenhaus. Ein Terrorist starb jedoch noch im Krankenwagen. Die Ärzte im Krankenhaus stellten fest, dass der überlebende Terrorist psychisch erkrankt war. Er zog sich außerdem eine schlimme Schnittwunde am Kopf zu. Dieter Bohlen brach sich den linken Arm und erlitt eine Gehirnerschütterung. Für den Sachschaden an der Limousine kam die Versicherung von Dieter Bohlen auf. Der LKW hatte einen Totalschaden. Der überlebende Terrorist kam nach dem Aufenthalt im Krankenhaus direkt in das Gefängnis und wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Thank you.